Das ist Steffens Wiege. Das heißt, das gute Stück ist bald 38 Jahre alt. In 2 Wochen. Ich bin froh, dass du nicht 40 gesagt hast. Bald 40. Du bist mittlerweile näher an der 40 als an der 30. Weit näher. Freedom! So fresh, so new. Freedom! It's all for you. Für das heutige Video haben wir einen sehr coolen Sponsor. Und zwar arbeiten wir mit Schöner Wohnfarben. Schöner Wohnfarben hatte ich schon auf dem Schirm. Für Wandfarben haben die nämlich sehr, sehr schöne Farbtöne. Noch nicht für die Lacke. Wir werden heute einen Buntlack und einen Klarlack von Schöner Wohnfarben verwenden. Und zwar in leichtem Leinenbeige. Das klingt schon mal sehr schön, finde ich. Einige von euch kannten die Lacke und haben gesagt, die sind super, die ziehen sich wie nochmal glatt, wenn man sie lackiert, also wenn sie trocknen dann. Man muss da gar nicht so viel dran schleifen, beziehungsweise der Tipp, der auch kam, ist, dass man mit Gallseife drüber geht und so die Oberfläche anraut und dann drüber lackiert. Den Himmel, dafür hätte ich gerne einen neuen Stoff, also ich glaube, das ist recht einfach zu nähen, sage ich wie immer, wenn ich die Nähmaschine raushole. Nee, aber das ist jetzt wirklich einfach. Ich glaube, die kann man hier einfach rausheben. Die hat auch so einen lustigen Feststelleffekt hier noch. Also, es ist doch lustig. Als ich sie das erste Mal gezeigt habe, haben mir mehrere Leute auf Instagram geschrieben, dass sie genau die gleiche Wiege zu Hause haben. Und auch Familienerbstück aus den 80ern. Das ist echt lustig. Nehmen wir das gute Stück mal auseinander. Gallseife habe ich schon bereitgestellt. Ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Wir haben übrigens hier in der neuen Wohnung, wie ihr sehen könnt, eine sehr schöne große Garage und werden uns hier hinten irgendwie so eine kleine Werkbank reinbauen, damit wir hier öfter geile Werkprojekte umsetzen können. Da freue ich mich schon drauf. Dann erst Gallseife oder erst Schleifen? Gallseife. Ja, wie Gallseife mit so einem Bürstchen, aber ich glaube, ich mache das mal hier, damit ich es gleichmäßig auftragen kann auf so ein altes Geschirrtuch. Einfach ein bisschen einziehen lassen wahrscheinlich, ne? Und dann schleifen wir das andere in der Zwischenzeit. Wow, ist ganz glitschig. Alright. Also ich habe es auf der niedrigsten Stufe, aber man muss trotzdem echt aufpassen, dass man nicht zu viel wegnimmt. Also ich glaube, so ein paar Ecken muss ich jetzt hier auch noch mit der Hand machen. Dann machen wir es immer sauber. Wasser reicht oder sollen wir irgendwie noch mit Aceton oder? Sollen wir noch mit Aceton mal rüber? Machen wir schon ordentlich jetzt, oder? Also Aceton haben wir nicht, wir nehmen Benzin. Soll aber eh besser sein. Haben wir gerade gegoogelt. Also die Farbe ist schon mal mega schön. Das ist so ein richtig schönes, wie soll man sagen, Babyweiß. Also es passt voll gut zu so einer Wiege. So schönes, warmes Weiß ist das. Das Leinenweiß. Die sind auf jeden Fall geeignet für Holz, auch Metall und Kunststoff. Und haben diese süße Lokomotive hier drauf. Also sind für Kinderspielzeug speichel- und schweißecht. Das ist jetzt das Gallseife-Experiment. Ich bin sehr gespannt, wie das haftet. Für den Radansessel, den ich oben habe, habe ich gedacht, ich bestücke den erstmal mit ein paar dicken Kissen. Kaffee ist das Einzige, was ich in diesem Naturmaterialienfärben-Video nicht probiert habe. Aber ich habe mir letzte Woche Kaffee über eine weiße Bluse gekippt. Und ich kann sagen, es macht ziemlich ätzende Flecken. Drum probieren wir das jetzt mal aus, in der Hoffnung, dass es ein bisschen bräunlich wird und nicht nur ganz so zart. Watch out, they said I won't see you come.
Warum genau haben wir keine elektrische Mühle gekauft? Ich würde es jetzt einfach in die Schüssel und in die Schüssel und drauf und Kissen rein. Oder? Oder ja. Gibt es einen Filter oder sowas? Lassen wir. Das trübt nur die Farbe. Muss wieder auswaschen. Ja. Na, ich mach das so. Erstmal so aufbrühen hier. Also im Gegensatz zu der anderen Färbeaktion muss man sagen, es riecht einfach sehr gut. So, noch eine Dosis. Es saugt sich schon so schön voll. Ja, man kann ja mal da vielleicht noch ein bisschen Wasser, dass es ein bisschen besser drin liegt, oder? Also auf jeden Fall eine ganz schöne Matsche hier. Ja, warten wir mal ab. Jetzt sieht es auf jeden Fall aus nach einem Farbton, den ich gerne hätte. Mal gucken, wie gut sich es danach wieder auswäscht. Meine Kaffeeflecken auf der Bluse sind ja auch teilweise wieder rausgegangen. So, für die Wiege, für den Himmel habe ich eine richtige Textilfarbe. Das eine Mal in meinem Leben, wenn ich eine neue Waschmaschine habe. Ich habe mein Leben lang mit so alten Krücken rumhantiert, die irgendwie der Vormieter dagelassen hat oder sowas. Jetzt haben wir eine brandneue Waschmaschine und jetzt machen wir als allererste so ein Zeugs hier. Ich habe auf Instagram nachgefragt, wenn man mehr reinmacht, wird es einfach ein bisschen zarter. Und diese Farbe soll tatsächlich ziemlich schön im Blaugrau rauskommen. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen, gerade für so ein Baby-Thema, wenn es einfach ein bisschen zarteres Blaugrau ist. Also machen wir es jetzt einfach mit dem Gesamten. Ich hatte nur gehofft, ich kann noch was anderes mit reinhauen und einfach mal ein bisschen probieren, aber das mache ich dann lieber nicht. Flasche und Beutel geöffnet. Mit der Textilie die Trommel geben. I'm coming for you, so be patient, dear, just stay right there. So, jetzt einfach 40 Grad Wäsche. Nehmen wir mal die hier. Ich habe ein bisschen Angst. So teilt sich da die Farbe. Sieht gut aus, oder? Ich mag es, dass es auch so leicht bläulich ist. Ich bin gespannt, wie es trocknet. Ist voll fleckig. Also wenn ich es jetzt so, es sind voll die Flecken drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn man es mit der Waschmaschine macht, hätte ich gedacht, dass sich das wunderbar verteilt. Naja, wir gucken mal, wie es trocknet und dann gucken wir mal. Also an sich die Farbe finde ich schön, finde ich sehr passend für so einen Himmel. So bläulich, aber leicht gräulich. Ich sehe jetzt schon, dass es zu hell ist. So. Also man sieht halt total die Pinselstriche, aber es ist total glatt. Also es ist, stimmt wirklich, dass sich das wie flach zieht. Machen wir mal eine zweite Schicht einfach. Ach so, der Unterschied zwischen der Gallseife und dem... Das ist die Gallseife-Version. Also ich habe irgendwie ein besseres Gefühl bei dem Abgeschliffenen. Also ich kann es gar nicht, also das sieht einwandfrei aus, aber ich glaube, ich schleife es einfach kurz an. Gerade so bei so Babysachen, nicht, dass das dann irgendwann abblättert oder so, das ist ja doch doof. Es ist übrigens ein Lack, der gleichzeitig Grundierung ist, weil einige geschrieben hatten, gut grundieren, das ist Lack und Grundierung in einem. Also gut für praktisch denkende Menschen. Um sich zu sagen, faule. Ich versuche hier unten drunter keine Nasen zu bilden. Was machst du da? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr denkt, wir für dieses Projekt brauchen. Was meinst du, wie lang? Ich würde sagen, wir sind die nächsten Tage hier in der Garage. Stunden. Sonst kann man ja keine Wetten abschließen. Kumulierte Stunden für dieses Projekt? 20. 20? Na, das geht schneller. Ich sag 15.
ist schon auch irgendwie eine meditative Tätigkeit. Du magst Schleifen, oder? Ja, irgendwie mache ich das ganz gern. Es bringt einen so runter, so gleichmäßig. Also ich habe auf jeden Fall noch was vor hier. So, das ist es. Ein bisschen fleckig ist es geworden. Keine Ahnung wieso, ob sich das irgendwie so verhangen hat. Auf Flecken hat mich keiner hingewiesen bei Instagram. Also es haben so viele Tipps geschrieben und wie das so funktioniert und gut geklappt hat und über die Waschmaschine. Aber keiner hat geschrieben, dass es fleckig geworden ist. Also vielleicht hat sich es irgendwie ein bisschen ungünstig verhangen, macht aber nichts. Wir suchen uns jetzt einfach einen schönen Part aus und machen den Himmel draus. Dazu habe ich den mit da. Das ist ziemlich praktisch, wenn man so eine Vorlage hat. Da muss man eigentlich nur, also hier oben ist es umgenäht. Also man gibt den Teil hier noch dazu und den Teil hier dazu. Einfach umnähen. Hoppa. Wie eine Oma hier. Also, das sind 5,5 cm. Also gebe ich nochmal so 6 dazu. Ich steck's mir jetzt einmal rundherum fest. Oder bügele ich es erst und steck's dann fest? Ich glaube, ich hole mal das Bügelbrett. Ich glaube, das klingt irgendwie vernünftiger. Ich bräuchte so einen kleinen umgeklappten Rand und dann, damit es ordentlich aussieht. So. Das ist das Ergebnis der Kaffeefärberei. Es sieht im Moment einfach nur leicht dreckig aus irgendwie. Das hätte ich jetzt auch ohne Färben bekommen. Ja, ich weiß auch nicht. Aber es ist natürlich auch noch so total knittrig. Und ich habe jetzt hier schon mal angetestet. Ich glaube, wenn man es bügelt und mit Schwarz nochmal drüber geht, dann kann man es nochmal retten und kriegt es irgendwie ganz gut hin. Darum mache ich das jetzt nochmal mit einfach so einem Textilmarker. Das Kissen haben wir vor Ewigkeiten mal mit Jelena gemacht. Das Video, das verlinken wir euch gerne mal. Das ist uralt, gefühlt. Oder 2 Jahre, oder war das ungefähr 2 Jahre? Zwei, ne? Jahre, ja. Ja, aber fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Wahnsinn, was in der Zeit passiert ist. So, aber ich glaube zum Anmalen schrauben wir sie doch auseinander, auch wenn Linda das nicht will, aber sie ist ja nicht da. Oh, was ist da passiert? Ich wusste, dass du sagst. Ich habe es auseinandergenommen. Ich glaube, es ist einfacher zum Streichen. Es ist auch echt zum Schleifen viel einfacher so eigentlich. Ich habe ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage. Ich habe eine Dschungeltapete bestellt. Also so richtig fett Dschungeltapete. Aber ich dachte, wenn man irgendwie mal sowas Verrücktes oder Ausgefallenes probiert, dann im Kinderzimmer. Sollen wir sie mal ausrollen? Ja, mach mal. Schon ganz geil, oder? Aber ich bin so gespannt, wie das wirkt. Also man soll hier rechts eine gerade Linie ziehen mit einer Wasserwaage, dass man es daran ausrichtet und dann hier zweimal einschneidet und dann so hochschiebt. Es ist auf jeden Fall ein gutes Erstlingsprojekt, auch direkt hier mit dieser Kante anzufangen. Agua. Das erscheint mir irgendwie so wenig, aber ich kenne mich natürlich auch überhaupt nicht aus hier.
dann pinseln wir das mal an. Was für eine Matschepampe. Die rechte Kante sitzt. Jetzt wird's spannend mit den Kanten hier. Und was? Ich fühle mich schon wie ein Profi. Ich habe den Dreh jetzt raus. Wir brauchen eine neue Wand. Neues Hobby gefunden. Also die zweite Steckdose sieht schon wesentlich besser aus als die erste. Liegt natürlich auch daran, weil es so eine halbe ist, aber das wird. So nach und nach kriege ich den Dreh raus. Also wirklich so mit dünnen Schichten erstmal drüber gehen und dann gucken und drehen, dass es sich nicht runtertropft und so. Aber es wird wirklich gut. Also insgesamt wirkt es halt ganz anders so hell. Und der Lack, jemand hat bei Instagram geschrieben, der zieht sich glatt. Und das trifft es wirklich ganz gut. Also man denkt immer so, es sieht total schlierig aus, zumindest bei dem ersten. Und jetzt gerade so, wenn man so die zweite oder dritte Schicht drüber hat, dann ist das so richtig schön wie so glatt gezogen eben. Das ist gar nicht so einfach, hier oben reinzukriegen. Ich glaube, ich schneide das jetzt so reingebogen. Natürlich sieht man sowieso nicht. Das ist jetzt nicht so geil gelöst. Scheiße. Ah, oh, fuck. Aber das war jetzt so ein Blöd da oben reingequetscht, dass es sich irgendwie nicht besser rausschneiden ließ. Aber es ärgert mich jetzt ein bisschen. Ja, man sieht es nicht. Man sieht es nicht? Naja. Das Problem ist, wenn man solche Fehler macht, man selbst sieht die immer wieder. Ich glaube, von mir sieht man nichts, nein. Verzieht man nichts? Nein. Ja, dann bleibt es vielleicht einfach so. Jetzt hast du es auseinandergebaut und ich darf es jetzt wieder zusammensetzen, oder was? Na klar. Das ist hier faire Rollenverteilung bei uns. Sieht jetzt schon schön aus, ne? Cool. So, schön, wenn am Ende alles so zusammenkommt, ne? Hier rum gehört. Aber so sieht das doch schon süß aus. So. Also damit bin ich jetzt noch nicht so ganz zufrieden mit der Lösung. Wenn ihr da coole Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Irgendwas muss man mit seiner Frisur noch machen. Ja. Vielleicht müssen wir zwei Punkte befestigen, dass er nicht ganz so einen starken Pony hat hier. Vielen Dank nochmal an Schöner Wohnfarben für die Unterstützung für dieses coole Projekt. Für die andere Zimmerhälfte habe ich mir diese coole Farbe hier ausgesucht. Ein dunkelblaues Blueberry-Trendfarbe. Also wenn ihr Lust habt zu sehen, wie das so rauskommt, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr darüber informiert. Und ja, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.